Hallo und herzlich willkommen. Kaufen Sie schneller. Um Gottes Willen. Du, du, du. Beep, 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 beep. Yes. Ja. Wenn du keine Lust mehr hast, hier zu arbeiten, dann kannst du es doch sagen. Goodbye. Send me a letter someday. Ooh, send me a letter someday. Ooh. Peri, erklärst du YouTube bitte, warum das jetzt auf einmal so trostlos wieder aussieht? Okay, hallo YouTube. Leider müssen wir unser Lebensmittelgeschäft komplett neu machen, weil die Entwickler meinten, oh toll, wir bringen ein neues Update raus mit vielen neuen tollen Funktionen. Wir löschen dabei aber einfach die alten Safe Games. Das macht doch nichts. Ja, deswegen machen wir jetzt Speedrun. Speedrun. Okay, Flauschi Kasse? Oh nein, ich habe es auch verdrängt, ja. Du kaufst ein, ich räume schon mal das Regal in die Ecke wegen Platz und so. Vielleicht direkt neben der Kasse, dann können sie schneller an die Kasse laufen. Ja, hast du eingekauft? Ja, von jedem eins. Ist das nicht niedlich? Ach, wie süß. Oh, wir haben $45. Ja. Wir haben keinen Shoppingwagen, oh mein Gott. Ist G norm? War das schon immer G? Was? Ja. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu viele andere Spiele gespielt. Ich schmeiß die nach draußen. Die kann irgendwann mal ein Mitarbeiter wegschmeißen. Lass die Tür offen, danke. Warte, welche Tür? Die einzige Tür, die wir nach draußen haben, die Schiebetür. So, ich guck. Ich eröffne jetzt gleich. The store is open. Yay. Es ist wieder so trist. Hallo und herzlich willkommen. Kaufen Sie schneller. Zack, 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 zack. Schneller, 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 schneller. Kauft, 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 kauft. Ich versuche sie gerade schon schneller reinzuschieben, aber das funktioniert nicht ganz. Aber ich habe ihn erfolgreich vors Auto geschoben. Okay, du sollst die Kunden... warte, was muss ich hier... ich bin schon ganz raus hier. Ist das richtig? Ja, jetzt stresst mich mal nicht. First Beeps, perform first checkout. Yay! Yay. Ja, alles schön mit Karte, bitte. Also als erstes gibt es den Self-Checkout und die Kasse wird geschlossen. Aber die hätten ja mal reinmachen können, dass man die Maustaste gedrückt halten kann, damit man alle Gegenstände auf einmal scannen kann. Ja. Aber nein. 1,25. Ich hab dir voll den Karton an den Kopf geworfen. Boah, das interessiert die, glaube ich, nicht. 16,80. Wir sind reich. Ja. Ich habe sogar schon Mehl nachbestellt. Um Gottes Willen. Keine Mehlknappheit hier. Sag mal, wie lange kann man Dinkelmehl noch benutzen, wenn es abgelaufen ist? Naja, solange nichts darin rumkreucht und es nicht muffig riecht, würde ich sagen, sehr lange. Okay. Angaben ohne Gewähr. Ich bin kein Lebensmittelfachkundiger. Ich habe kein Zertifikat und mir fehlt die Ausbildung. Ich habe leider nur reinen Menschenverstand. Okay. Dann muss ich da mal reingucken und schnuppern. Ja. Ich hätte auch gestern beim Essen zubereiten etwas mehr aufpassen sollen und mitdenken können. Ich habe etwas zu essen gemacht. Es war so scharf.
Es war nicht scharf, so, oh ja, ist ein bisschen zu viel Pfeffer oder so drin. Es war nicht scharf. Ach, ist ja wie so eine Chili con Carne, da beschwitzt man ein bisschen. Nein, es war so scharf, es war, dir schmilzt die Fresse weg. Du kannst es einfach nicht beschreiben. Weil es waren so Instant-Nudeln, Hot Chicken Kimchi-Ramen. Und ja, ich habe hinten drauf gelesen, was da alles Scharfes drin ist und natürlich auch alles überhaupt nicht gesund, weil fertig Nudeln. Die wollte ich natürlich ein bisschen verfeinern mit Ei und so. Ich habe aber beide Packungen gemacht und habe beide Packungen von dieser Soße damit rein. Natürlich mit weniger Wasser, weil das sollten dann Bratnudeln werden. Das heißt, es war hochgradig konzentriertes Chili. Wir haben so viel. Aber gut lange auf dem Klo sitzen. Wir haben so viel Milch gesoffen. Nach jedem Bissen kam ein Schluck Milch oder mehr. Was muss ich hier zurück sein? 50, 60, 70, 80, 81, 5, so. Ich musste dauernd die Milch im Mund und dann meine Lippen so darüber machen. Ich habe dann nach Bebanthen auf meine Lippen gemacht, weil es hat einfach alles so gebrannt. Ich kann irgendwie heute Morgen noch nicht zählen, ne? 60, 65. So. Drei. Und ich habe dazu ein vegane Rührei-Alternative gemacht. Wie schmeckt das? Ich glaube mal, dass es so trocken ist. Das schmeckt nach irgendwas, aber nicht nach Ei. Ist jetzt nicht schlecht. Das schmeckt nach wie irgendein Teig. So sollst du zum Schluss in Butter schwenken. Aber das ist ja nicht mehr vegan. Das stimmt. Das stand da aber. Stand da vegan, vegetarisch? Nicht mal vegan. Naja, Ei-Alternativen sind meistens vegan. Was? Der eingegebene Wert ist falsch? Wieso? So. Das muss ich dann nochmal eruieren. Yes. Naja, ich habe danach noch drei weitere Eier reingehauen. Achso, ich habe das Numpad ausgemacht, deswegen geht das nicht. Und wir haben Schmand drüber gekippt. Hä? Und nochmal Milch reingekippt und es wurde einfach nicht besser. Also damit kannst du, glaube ich, eine Wand schmelzen. Meine Güte. Ich meine, ich habe eine Ei-Alternative fürs Backen gefunden, ja, die ich echt super finde. Mhm. Also die benutze ich tatsächlich auch zwischendurch ganz gerne für Kekse, weil die nicht so austrocknet, weißt du? Das gibt eine echt nette Konsistenz. Und was wäre das? Müsste ich jetzt in die Küche. Es ist so eine runde Packung. Ja, hoch wie so eine Salzpackung von der Höhe her. Achso, das ist schon so was Fertiges, was man dann noch anrührt und dann... Ja, du gibst es praktisch dann einfach in den Teig dazu und gibst einfach einen kleinen Schluck Wasser mit da rein. Ja, ich musste das auch mit Wasser nur anrühren. Ja. Und dann habe ich gestern... tolle Chewy-Kekse. Mhm. Gestern habe ich dann noch einen Proteinshake. Ich glaube auch, es tut mir leid, wenn ich das irgendwie falsch sage mit vegan und vegetarisch. Ich glaube, es war auch vegan, weil man sollte eine Pflanzenmilch da reinkippen. 10, 1, 2, 3, 4. Hä? Ich habe nicht gesagt, dass das Form. Die hört nicht ab hier. Was soll ich jetzt sagen? Achso, ich habe einen Proteinshake probiert mit Salted Caramel, da Dennis aber probieren sollte und der meine Hafer-Sojamilch nicht mag, haben wir normale Milch reingepackt. Schmeckte gar nicht mal so gut, ne? No. Habe ich dann verfeinert mit Salted Caramel Süßstoff und Salted Caramel Protein-Kaffee. 50, 70, 80, 85, 86.
Pizza. Haben wir schon Geld für ein Safe-Checkout? Oh ne, da müssen wir erst den blöden Level wieder machen, ne? Ja. So, und wir haben noch nicht genug Geld für Store-Level-Up. Ja. Ich muss zugeben, ich hätte fast verpasst, rechtzeitig Mehl zu bestellen. Um Gottes Willen. Mach die Klappe hinten auf! Mehl. Ha! Sie können nicht meckern, dass sie kein Mehl haben. Sehr gut. Ist das Ratten-Update schon draußen? Das was? Das Ungeziefer- und Ratten-Update. Nee, also habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, das braucht auch noch ein bisschen, bis wir nämlich ein Lagerregal haben, ein gutes. Die Mietzkatze hat sich erhoben. Muss da mal so einen Blick rüberwerfen, damit er keinen Mist da macht. Mehl! Wir brauchen Mehl! So. Oh, meine Hüfte tut weh! Ah, heute kommen die letzten Paletten da dran. An mein Beat. Ich hab auch ein bisschen Rücken jetzt. Rauschi, du wirst einfach alt? Ja, das merke ich schon seit meinem 26. Lebensjahr, glaube ich, aus, wo es mir aufgefallen ist. Ich dachte, das fängt jetzt schon an. Erst wollten wir 3 Palettenlänge machen, dann 4, dann, ach, wir haben gar nicht genug Material und dann ist aber auch ein bisschen dann zu breit. Nee, dann bleiben wir beim ursprünglichen Plan, dann passen auch die Platten dahin. Und dann hat gestern Dennis geguckt, meinte, ja, aber guck doch mal, man kommt doch noch gut um die Ecke, dann lass uns das doch machen. Okay, und dann ist aufgefallen, dass ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung Palettenstreichen zwischendurch einfach keinen Bock mehr hat. Weil man... Ja, ich weiß auch nicht. Die erste Palette, die wir rübertragen wollten, halt auf die Seite gekippt und von unten geguckt, so ich, oh. Ich hatte wohl keine Lust mehr, den Boden weiter zu streichen. Okay, 2. Palette. Von innen dann die... also von der Innenseite eine so eine Strebe vergessen. Ja, okay, das können wir ja auch noch streichen, während es aufgebaut ist. Ja, okay. Und dann die 3. Palette und die war auch von unten nicht fertig. Und dann ist so, jetzt ist aber mal so, oder? Und dann fehlte nochmal das Gleiche irgendwie von innen. Das habe ich dann aber mal eben schnell nachgestrichen, weil die nach hinten kam. Er war Flauschi ein bisschen Faulinski. Ich weiß auch nicht, ich war da irgendwie... Wahrscheinlich so, ja, das von unten komme ich jetzt nicht dran, das muss erst trocknen, dann mache ich das morgen und dann hat er die vielleicht weggestellt und dann war aus den Augen aus dem Sinn. Das ist übrigens amtlich. Was denn? Wir müssen eine Mehlknappheit irgendwo haben. Oder zumindest denken Sie das. Ja, vielleicht haben wir gerade wieder Corona. Das ist jetzt das 2. oder 3. Mal, dass ich nur Mehl nachbestelle und das mehrere Kartons. Ja, ja, auch jeder irgendwie Mehl. Ja, die hat auch Mehl. Ist draußen wieder Sandsturm? Ja. Ich verliere schon wieder meine Socke, wie heute Morgen Nacht. Nur wegen dieser blöden Socke bin ich um 4.20 Uhr wach geworden. Du bist doch die Einzige, die wach wird wegen der fehlenden Socke. Ja! Das war eine Kuschel-Flausche-Socke. Und unter der Decke. Und auf einmal, das hat sich falsch angefühlt. Mit einem nackten Fuß. Ja, und dann habe ich ja gruselige Geräusche gehört. Und ich will, das war noch absolut creepy, ne? Ich will wissen, was das war. Ich dachte wirklich, es steht,
das Nachbarskind irgendwo vor der Tür und macht so. So wie ich will nicht ins Bett quengeln. Ja. Aber keiner da. Nee, es war ja 4.40 Uhr dann. Und ich habe halt gedacht so, ja komm, die wollten ja früh aufstehen. Dann habe ich der Nachbarin geschrieben, irgendwann so um 5 Uhr irgendwas. Und dann schrieb sie, nee, wir sind jetzt gerade erst aufgestanden. Okay. Sie meinte, vielleicht war es ja ein Igel auf der anderen Seite vom Fenster. So ein Geräusch? Ein Igel? Wenn der sich richtig ärgert. Aber wie so ein beleidigtes Kind. So weinen, quengeln. Ich bin erstmal gucken gegangen, wo der Kater ist. Ob der das Geräusch vielleicht gemacht hat, aber der war in der anderen Etage. Ich habe hier die Musik im Spiel ausgemacht, weil ich schon fest davon ausgehe, dass da keine wirklich ist und ich hinterher wieder eine reinmache. Oder haben wir mittlerweile Musik? Mittlerweile gibt es Musik, aber die ist nicht hübsch. Na gut. Das war das Erste, was ich vorhin ausgemacht habe, weil sie mir unangenehm ins Ohr gedudelt hat. So, wir können ein Store-Level steigen. Ja. Soll ich das einfach mal machen? Tu es. She appreciates the fast checkout. Wieso sind denn die Kartons hier drin? Weil wir jetzt einen Angestellten haben. Haben wir das? Der morgen früh kommt, ja. Kann er auch kassieren? Der kann kassieren. Wieso können wir denn jetzt schon Angestellte machen? Weil wir jetzt schon Store Level 2 sind. Sehr schön. Da kann er kassieren, ich bringe die Kartons weg. Ich bin so sammelst du sie auch vom Parkplatz? Ja. Machen, weil ich bin nicht so die Schnellste hier mit dem Kassieren, auch wenn die eine sich gerade bedankt hat. Vielleicht meinst du das nur, vielleicht sind sie was anderes gewohnt. Oh, ja, weil ich hier den totalen Betrag eingebe, aber sie kriegt eigentlich 45 statt 4,98 Euro. Alles wieder zurück. Ja, solange wie ich hier brauche, muss er an die Kasse. 3. Nee, was mache ich denn da? Was kriegt die Alte jetzt hier? So. Oh, Gott, jetzt wäre ich hier nervös. Bohnen, Basmati-Reis und Waschmittel. Zur Vorsicht lieber nochmal Mehl mitbestellen. Today. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte ich die Stimmen von denen ausschalten sollen. Wann ist morgen? Wann kommt der Mitarbeiter? Er ist gleich da. Musst du noch 2 Stunden durchhalten. Wie lange ist das noch? 10 Minuten? Um Gottes Willen. Exactly what I need. Meinst du, wenn ich 4 Europaletten nicht hochkant, sondern waagerecht nebeneinander habe und auf der anderen Seite halt auch 4 und durch 2 kleine Paletten verbunden, muss ich da noch ein Zwischenstück reinmachen für Stabilität? Aber nicht, die Dinger sind doch saustabil. Die sind doch sehr schwer, ne? Also. Oh lol. Was? Wie no luck today? Was hast du wieder nicht? Unten rechts ist irgendwas leer. Warum gibt's so doppelt Waschmittel? Weil doch eine Packung über war und ich mich jetzt geweigert habe, die dann ins Regal zu räumen. Aber da fehlt doch irgendwas. Wir haben 2x Mehl. Nein, wir haben Level 2, das heißt, wir haben neue Sachen. Hab ich vergessen.
Das heißt, wir brauchen auch ein neues Regal. Ja. Yeah. Just what I was after. Just this. Oh. Er kann irgendwas nirgendwo finden. Unser Mitarbeiter ist da. Oh mein Gott. Ich bin weg. Ich habe wieder einen Checkout beordert, aber du bist noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier aufstehe. Mit Q, glaube ich, oder? Ah. So. Guten Tag. Wie heißen Sie, junger Mann? John Anderson. Ach so, ich hatte mich ja bereit erklärt, die Kartons wegzuwerfen. Kann ich die Tastenbelegung ändern? Bestimmt. Ich will mal Q benutzen. Ja, ich auch. Nein. Ja. Pardon, wir können uns noch keinen Kühlschrank leisten. Weil ich den einen angestellt habe, den Tröti. Hallo? Hörst du mich jetzt doppelt? Nee. Okay, dann nicht. Ich aber wahrscheinlich auch daran, dass ich Voice generell auf Null gedreht habe. Bin ich doof. Ich guck bei Controls und nicht bei Key. Bindings hier. Leave is Q, throw is key. Ich möchte da Q haben. Beides auf dem gleichen Knopf. Es gab ein Musikupdate, ne? Mhm. Wir können jetzt Instrumente spielen. Ich weiß nicht, wieso das wichtig ist. Im Supermarkt. Naja, wer wollte nicht schon immer mal den Owner mit einer Flöte in der Hand den Ententanz tanzen sehen? Okay, ich dachte, du sagst etwas anderes mit der Flöte, aber okay. Ja, ich habe mich ein bisschen zusammengerissen. Vielen Dank. Wir sind hier YouTube-freundlich. Auf jeden Fall stehen hier die Buchstaben für eine Gitarre zu spielen und Drums und ja, Crash Large, Crash Small. Okay, wir werden sehen. Wie komme ich hier wieder raus? Jetzt hört mich das andere Gerät hier. Nicht gut. Wir brauchen ganz viel mehr Geld. Thanks for the quick service. Ich glaube, Q ist doch keine richtige. Ich glaube, ich nehm E. Ich glaube, ich komme mit E besser klar. Ey, der hat mich gerade geschubst. Doch auch einfach alles auf eine Taste legen, oder? Nee, Moment, eigentlich macht die Maustaste mehr Sinn, ne? Sag mal, wir haben schon 11:45 und ich bin immer noch nicht aufnahmefähig, ne? So. Macht das mehr Sinn? Ja, das macht mehr Sinn. Hast du auch einen anderen Mitarbeiter für die nächste Schicht schon eingestellt? Nein, können wir es nicht leisten, weil wir noch die anderen Sachen brauchen. Der kostet nur $20 pro Schicht. Und 100 Dollar zum Unterschreiben. Wenn wir es schaffen, bis zum Abend bei 400 zu sein, ja. Okay. Ich kann ja gar nicht so schnell wegschmeißen, wie du hier nachräumst. Na, die kaufen halt so schnell. Ich würde ja am liebsten den Container nach innen bringen. Ja. Warum kann man den eigentlich nicht ins Lager einfach stellen und wenn voll, dann sogar an einem gewissen Wochentag rausstellen, wenn die Müllabfuhr kommt. Man kommt ja eigentlich mal die Müllabfuhr. Wäre auch ein Update wert. Ja. Waren jetzt noch welche auf dem Parkplatz? Oh.
Ja. Ja, ich stehe einfach ganz hinten. Ja, ich auch. Oh Gott. No milk today. Ich habe versucht, es nicht zu singen. Es ist unmöglich, nicht daran zu denken. Ich werde hier dauernd vom Auto angefahren. Lebensmittelgeschäft. Du kannst den Namen gerne ändern. Wo kann man den denn ändern? Am Computer. Wenn du schon am Computer bist, bestell bitte nochmal 4 Packungen Mehl. Okay. Und rote Kekse. Oh Gott, fängt das schon wieder an? Ich blick doch hier nicht durch. Und rote Kekse? Wie viele? Mach mal eine nur. Okay, kommt. Danke. And so it begins. Perform first order. Instrument kann man kaufen. Store Level 3. Oh mein Gott. Wie nennen wir denn unseren Laden? Weiß ich nicht. Alexa, was ist ein guter Name für ein Lebensmittelgeschäft? Übersetzt von Seenburg. Verwenden Sie Wörter wie frisch, Bauernhof oder Ernte im Namen Ihres Lebensmittelgeschäfts, um sofort das Versprechen von frischen Produkten und Qualitätswaren zu vermitteln. Was hat sie gesagt? Ich hoffe, das kostet nichts. Klauschi! Ja. Der kommt nicht nach mit Nachfüllen. Wer? Warte, Nachfüllen? Achso. Okay. So, jetzt habe ich ja die gleiche Maustaste zum Auffüllen und Wegschmeißen und allem. Okay, aber es geht. Wir haben nichts mehr im Lager. Dann bestell. Oh mein Gott, jetzt liegt das alles an mir. Ja, du machst bestimmt einen besseren Job als ich. Ja, nee, ist klar. Ach nee, wir haben ja keine Milch und Bier. Wir haben ja keinen Kühlschrank, ne? Kühlschrank. Oder? Genau, nein, wir haben noch keinen Kühlschrank. Okay. Aber du könntest jetzt einen zweiten Personal anstellen, für die jetzt die Geschichte. Ich bestelle erstmal schnell hier Employees, hire, los geht's. I am the boss now, hire an employee. Wir haben nur noch Mehl und Kekse. Ja, ist sie on the way. Obwohl, nee, hier, komm, du kannst jetzt doch auffüllen. Oder nee, du nimmst ja nicht das, was im Dings ist, ne? Oh, jetzt nimmt er nur, was im Regal ist. Diese faule Sau. Hi! Guten Tag. Ist keiner an der Kasse? Was? Du sollst... Der ist mir voll ins Regal gelaufen. Wie kann ich dich wieder fallen lassen? Leise. Kannst du bitte... Steht ein bisschen komisch jetzt, aber... Mit der Pause hier, oder was? Hallo? Wer da nach Hause? Scheiße. Ja, der fährt jetzt nach Hause. Da muss ich an die Kasse gehen, ja.
Ich mache hier wieder eine entspannte Musik drunter, dann merkt keiner, wie hektisch wir eigentlich sind. Ja. Das hat beim letzten Mal, ich war echt erstaunt, wie entspannt das auf einmal klang. Das war ganz anders vom Gefühl her. Also YouTube, ihr merkt, ne, wir veralbern euch da ein bisschen, wie entspannt das ist. Das ist das super entspannteste Spiel. Wir meckern nur zum Spaß. Wir tun nur so. So, was fehlt? Einiges. Rote Kekse. Die hat der hier gekauft, der ist schuld. Rote Kekse, gelbe Kekse, Reis. Warum kommen die Mitarbeiter denn nicht hier mehr mit Schichtübergabe? Du nimmst nur Chips. Chips. No luck today. Goodbye. Goodbye. Wo ist der scheiß schöne Mitarbeiter? Weiß es nicht. Angemeldet ist er. Ach, er steht hier. Ja. Checkout. Beep, beep, beep. Ja, los. Sagt. Hast du hier Kartons auf dem Müll? Ah! Gestapelt? Ich wurde gerade überfahren. Tipp, 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 tipp. Ich mach da mal Platz, damit du deinen Kühlschrank aufstellen kannst. Du kannst ja jetzt auch ganz verrückt sein und die Sachen woanders hinstellen als beim letzten Mal. Hast du des Wahnsinns? Hast du eigentlich gesehen, wie unser Chef heißt? Nee, wie heißt es denn? Ich arbeite hier nur scheißegal, wie es heißt. Ich überlasse die Überraschung selber zu gucken. Ich gucke, sobald alles eingeräumt ist. Ich habe meinen Smart Speaker gefragt, was ein guter Name wäre. Und sie hat mir die Begriffe genannt, die wichtig sind, in einem Namen zu erwähnen, weil die Aufmerksamkeit bringen. Ich habe das so übernommen. Wenn wir jetzt gleich heißen, ne? Achtung, Achtung Lebensmittel oder so, ne? Besser. Ich bin fasziniert, wie der Boden noch glänzt, obwohl er keinen Schwein sauber macht. Die Milchkartons und die Bierkartons hier einfach reinwerfen, ne? Eigentlich müsste das Glas klirr. Bring these up. Just what I was after. Just these, thanks. Hast du das auch? Was? Da ist noch ein Regal frei. Ja. Sollen wir da rein? Mega. Pack was rein. Okay. Hast du jetzt gesehen, wie unser Laden heißt? This should do. Nicht Erntebauernhof, alles klar. Nur, dass wir nicht ernten, nichts Frisches. Und wir keinen Bauernhof haben. Das hat die Alexander gesagt. Oh Gott, ich brauche einen leeren Karton. Wir haben ein Bier nicht eingeräumt, deswegen war noch was leer. Exactly what I need. So. Ich habe noch einen leeren Karton. Brauchst du? Na, ab schon. Gut. Warum steht der hier? Junger Mann, sie stehen im Boden. Sind sie da reingeweht worden? Oh mein Gott, ich bin jetzt vom Auto angefahren. War das gerade... Ich wurde vom Auto mitgenommen. Was gerade... Also das... Wenn du keine Lust mehr hast, hier zu arbeiten, dann kannst du es doch sagen. Du musst dich nicht vor ein Auto werfen. Aber guck dir mal den jungen Mann an. Der ist hier durch den Wind in den Boden gepustet worden. Wo denn? Hier. Oh. Ich kann in den reingucken. Oh, oh Gott. Kann ich ihn irgendwie schubsen? Nee.
today. Das macht nichts, er ist unser Werbemaskottchen. Tja. Thanks for the quick service. Mehl, Reis. Meine Tastenbelegung packe ich eine Milch rein und lasse den Karton fallen. See you next time. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja. Okay. Let's get these scanned. This. And I'm not exactly what I need. Appreciate the quick check. Ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, es wäre jetzt auch wirklich so dunkel und Abend, ne? Ja. Ich hier in meiner Höhle sitze. Oh, höre ich einen LKW? Ja. Oh Gott. Du wirst mich hassen. Oh nein, hast wieder Lagerregale bestellt. Nein. Sondern... Deko ist meine Geschichte, ne? Guck mal auf den Boden. Ist das ein anderer Boden? Ja! Der glänzt nicht mehr! Der glänzt nicht mehr! Guck mal, da ist gar keine Beschichtung mehr drauf. Der ist offen, der Boden. Das ist doch, bleibt doch nicht lange so. Nee, nee, nee. Ich denke, wir sparen hier für ein Checkout und so und die kauft einen neuen Boden. Prioritätenflausch. Ja. Gut, ich meine, das passt jetzt besser zum frischen Erntebauernhof. Ja, ja. Du kannst ja mal gucken, ob es noch passende Wallpaper dazu gibt. Ich muss erst einräumen. Ich hab was für dich, Flauschi. Das ist auch neu. Nee, den hatten wir beim letzten Mal schon. Hatten wir? Nein. Kannst du ihn so hinstellen, dass sich jeder Kunde daran piekst? Dieser Vorwurfsvoll blickt dabei, weißt du? Ja, ja. So sind sie gezwungen, aufzupassen, wo sie hingehen. Ja. Was macht sie hier? Feierabend oder Pause? Okay, dann hat sie Glück gehabt. Es ist nichts los an der Kasse gerade, also dachte ich, ich erfüße mich auch raus. Mal. Ja, die. Bye. Warum? Warum ist doch egal. 18. Jetzt habe ich hier schon wieder gedrückt. Piep, piep, piep. Jedes Mal, wenn ich ihr sage, sie soll zur Kasse gehen, macht sie piep, piep, piep. Ja, ich glaube, wir haben die hellsten Mitarbeiter überhaupt eingestellt. Ich würde sagen, sie passt zu uns. Wir haben einen Kaktus im Eingang stehen, also nicht am Eingang, im Eingang. Ja, und jeder läuft da durch. Ich will jetzt eine Wand haben. Just this today. This is just what I need. Oh, Store-Ebene 8 erforderlich. Oh, das ist so. So viel Geld haben wir. Also, ich hätte da was, aber das ist noch zu teuer. Grüne Milch. Grüne Milch. Mehl. Aber da sind doch noch ganz viele im Lager. Waschpulver. Nein, jetzt nicht mehr. Kommt. Merci beaucoup. Teste mal ganz kurz was. Ich habe kurz geschlossen, wieder aufgemacht. Jetzt ist unser Straßenmann weg. Wollt sie ihn befreien?
wir. Storebene 3 kostet 750, okay. Ich habe mich gerade geweigert abzukassieren und habe gewartet, bis der neue Employee da ist. Mussten sie alle eine ganze Stunde an der Kasse warten. Ach, das ist die blaue Milch. Ich wollte das Waschmittel haben. Guck mal, da kommt unser Straßenmann. Er kann endlich einkaufen. Endlich. Und das für Apple Cinnamon, Bohnen, Kekse und viele Kekse und Bier natürlich. Und was war die Reis? Oh, der, oh, der hat aber viel vor. Nochmal Kekse. Alter, wie viel? Aber hier auf dem Band steht jetzt weniger, oder? Nee. Das sah aber mehr aus. Lauschi, deine Deko ist da. Yes. Wir brauchen Basmati-Reis. Kann ich die endlich mal draußen? Ich möchte die gerne draußen hinstellen. Kann ich irgendwie was durch die Wand glitschen? Will ich irgendwie bescheißen? Hm. Ich finde es immer noch sehr amüsant, dass wir Bier haben, das Beerdigung heißt. Mhm. Was ist das? Oh, ist das für draußen oder für drin? Das geht auch nicht draußen, Atom. No, Mehl! Ja, ich hab dich, lass dich jetzt überwachen hier. Goodbye. Klapp, klapp. Hm? Ach, was sieht das fein aus. Hat er jetzt gar nicht so lange gedauert. Oh ja, schick. Du hast ja eine Begrenzung. Ja, und ich lasse den Mitarbeiter überwachen. Hast du gesehen, ne? Ja. Ja. Das ist genau die Arbeitsatmosphäre, die man braucht. Der sieht doch sehr glücklich aus. Ne? Ja. Du hast ihm wirklich was Gutes getan für seine Motivation. Ja. Du bist so großzügig, Flauschi. Ich weiß. Man sollte dich zur Ritterin schlagen. Ritterin? Also, ich sag's auch dir gerne nochmal. Mich brauchst du nicht gendern. Ich hab da gar kein Problem mit. Okay. Blaues Bier, gelbes Bier, Mehl. Pringles. Und natürlich geht einfach wieder durch mehr den Kaktus Mehl. Durch. Ah, dieser Orientteppich an der Kasse, wo es Sandstürme gibt. Der bleibt bestimmt lange sauber. Aber noch keiner Boden gekauft, ne? Nein. Du hast aber auch immer noch keine andere Tapete. Nee, ich wollte dafür kein Geld ausgeben. Ich wollte erst noch ein bisschen sparen. Dann kannst du ja Bier auffüllen gehen. Das ist ja eine Alternative. Bye.
Ich hätte ja gerne in der Kneipe gearbeitet, ne? Um Gottes Willen. Ich wäre ein ganz schlechter Mitarbeiter in einer Kneipe. Vor allen Dingen als Kellner wäre ich grottenschlecht, weil ich mindestens dreimal zum Kunden zurücklaufen würde, um zu fragen, was wollten Sie nochmal haben? Warum haben Sie sich das denn nicht aufgeschrieben, weil ich nicht weiß, wo mein Block ist? Wenn ich das dann alles habe, dann wäre ich dann, der Kunde möchte das und das, das haben wir nicht. Okay. Dann vergisst du es auch dem Kunden zu sagen, ne? Ja. Würde ich einfach in Pause gehen. Mit dem Gefühl, irgendwas war da. Oh, jetzt haben wir zwei Leute, die in den Boden gerutscht sind hier. Kann ich euch vielleicht hier irgendwie wieder raus... Ah, oh. Ich habe sie mit einem Karton befreit, glaube ich. Haben wir geschlossen? Nein. Mhm. Ja? Ich habe kurz zweimal drauf gedrückt, dann gehen sie nämlich aus dem Boden raus. Achso. Also war ich das gar nicht? Ich wollte die nicht rauben eigentlich. Das heißt, es gab keine Wunderheilung mit Karton? Nein. John Anderson needs a break. Gerade beim Mitarbeiter eingeschleimt, indem du ihn in Pause geschickt hast. Ja. Ey, der muss noch ein bisschen durchhalten. Bis wann muss er denn? 19 Uhr? Ach. Just what I was after. Die 4 Stunden. What? Ich liebe es, wenn sie damit zahlen. Das ist dein Ernst. 50, 70. Basmati, Reis und Apple Cinnamon. Ich habe eine Bestellung gemacht. Hm. Gleich können wir noch das Dingens-Level hochmachen. Ja. Dann können wir vielleicht nämlich 2 Mitarbeiter einstellen. Dann kann einer einräumen. Ja, aber dafür brauchen wir noch viel mehr Geld. Denk dran, einstellen kostet 120 pro Person. Nee. Was? Kann ich eigentlich vom Tor platt gedrückt werden? Oh. Nee. Wir haben keine Dosen. Wir haben keine Dosen. No. Irgendwo müssen wir noch Dosen haben. Da haben wir noch Dosen. Wo ist der Mitarbeiter? Ich habe ihn nicht in Pause geschickt. Geht nach Hause. Da kommt der Nächste jetzt gleich. Ja, und bis dahin warten wir, oder was? Ja. Ich meine, du darfst gerne kassieren, wenn du magst. Bin schon dabei. Ich
Der neue Mitarbeiter ist da. Du blockierst die Kasse. Okay, bin weg. Hast du ihn eingeteilt? Ja. Yeah. Achso, er ist schon da. Okay. Exactly what I need. Just what I was after. Just these today. Hättet ihr nicht ein paar mehr Stimmchen einsprechen können? Ich hab den Regal geholt, hast du gesehen, ne? Ja. Wir können Getränke jetzt von Trockenwaren trennen. Neil. Exactly what I need. Neil. Haben wir nicht. Darf ich ein Store-Level machen? Nein. Nein? Nee, da brauchen wir auch Geld für die neuen Regale und für die neuen Lebensmittel. Oh Mann. Bei 1200, okay? Okay. Jetzt haben wir wieder weniger Kunden und meckern. Wir haben noch 6 Minuten dafür. Was? Ja. Ne, dann machst du Level up. Nein. Was fehlt denn hier? Exactly what I need. Es sind noch 2 Regale für neue Sachen. Hm? Exactly what I need. Just what I was after. Just what I was after. I'll use my credit card. This and I'm out. Thanks, just this. Thanks. Thanks. Just what I was This is having. Perfect. This I think perfect. I'll use my credit card. Exactly what I need. Die Milch auch. Solid start. Reach a balance of $1,000. Steht die Milch neben dem Waschmittel. Goodbye. Goodbye. Ich bestell mal noch was, ne? Mhm. Schon dreckig hier im Lager. Nachts ist immer ruhiger, ne? Ja.
Wo hast du den Karton jetzt hingetan? Der ist irgendwie durch die Wand gefallen. Hä? Ich hab ihn aus Versehen da reingeworfen. Ich suche ihn mal. Er ist nicht da. Ich glaube draußen. Ich geh ihn holen. Ich hoffe, er ist da. Ich sehe nichts. Ich habe den Reis weggezaubert. Oh oh. Upsi. I'm very sorry. Ich versuche nicht mehr die rechte Maus zu drücken. Ich versuche gerade Platz zu machen für die neuen Artikel. Ich kann das nicht einräumen, weil meine rechte Maustaste ist wegwerfen. Okay. Weil dann nehme ich eins rein und werfe aber den Karton gleichzeitig immer wieder. This is just what I need. Aber rechte Maustaste doch nicht so eine gute Idee, hä? Och. Doch, doch. Dafür habe ich dich doch. Na toll. This looks good. Du hast noch 30 Sekunden. Bohnen? Ja. Ah, bei mir hast du jetzt einen Karton auf dem Kopf. Mir hast du die nicht mehr. Bohnen im Gesicht. Nom, 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 nom. This is perfect. Just these today. Ne, dann mach doch der Level. Bye. Bist du sicher, haben wir dafür genug Geld? Ja. Map. Map. Das wird so teuer. Da, 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 da. Das ist mein Wegwerfkarton. Aber wir... Schließen einmal die Laden jetzt, bitte. Weil wir sagen Tschüss. Wir sagen Tschüss? Ja, wir sagen Tschüss. Na gut. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Exactly what I was looking for.